Ja, liebe Susanne, schön, dass man dich nach 3 Stunden ITB mal in einem freien Zeitslot erwischt. Du warst stark belagert und jetzt handle ich mir als alter weißer Mann wahrscheinlich einen kleinen Shitstorm ein, wenn ich sage, das kann nicht allein daran liegen, dass du weiblich und blond bist. Es muss ein anderes Erfolgsrezept geben. Und wenn man auf deine Homepage geht, findet man 3 Begriffe. Fokussiert, exklusiv und herzlich. Wofür steht fokussiert? Ja, dass unsere Gäste an Bord kommen, zu uns zu einer Veranstaltung kommen und wirklich der Fokus auf das persönliche Kennenlernen, die persönliche Begegnung finden und auch, dass sie für ihre Bedürfnisse das richtige Produkt finden. Und deshalb sind diese kleinen Kurzreisen, die wir anbieten an Bord der Herrsching oder der MS Starnberg, ein fokussiertes Format, wo sie wirklich in kürzester Zeit alles finden, was sie für ihren Job brauchen. Mit konsequenter Fokussierung auf analog. Auf analog, genau, so ist das. Und exklusiv steht wofür? Für kleine und exklusive Veranstaltungen, weil wir einfach das Bedürfnis und das Gefühl haben, dass kleine Veranstaltungen, exklusive Veranstaltungen einen hohen Sternenwertgrad haben. Und da legen wir großen Wert drauf, dass es wirklich eine schöne, exklusive kleine Mischung ist. Sternenwert war eben ein sehr schöner Versprecher für Stellenwert. Sternenwert, ja. Ah, gefällt mir. Schön. Und wenn ich den letzten Begriff herzlich nehme, warum ist gerade in der heutigen Zeit, und das sehe ich wahrscheinlich ähnlich wie du, der Aspekt Herzlichkeit ein besonders wichtiger? Boah, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. Ich denke, dass die letzten 3 Jahre uns gezeigt haben, was wirklich wichtig ist. Und es ist das Herz und die Persönlichkeit und die persönliche Begegnung. Und wenn das Herz mitspielt und du mit Herzen alles machst, dann ist das, was rüberkommt und worauf ich auch oft angesprochen werde, dass unsere Veranstaltungen sehr herzlich sind und sehr persönlich. Und das ist für meinen Begriff die Zukunft, dass du das, was du tust, aus vollem Herzen machst. Und wir haben jetzt einen Workshop gehabt, der hieß, was bringt unser Event Herz zum Singen? Und das ist genau das, was wir rüberbringen wollen und was wir tun wollen. Dann solltest du auf deine Visitenkarte schreiben, Produzentin für Nestwärme, oder? Ja? Gerne, ja. So ungefähr. Ich habe gelesen, dass du statt 6 Events, wie es in der Vergangenheit immer war, in diesem Jahr nur noch 4 Events machst, größere Events. Ja. Woran liegt das? Ja, das liegt genau daran, dass wir parallel auch andere Projekte begleiten dürfen. Also wir organisieren jetzt für einen großen Corporate eine Roadshow durch Oberbayern. Und da unterstützen wir mit all dem, was wir alles kennen, unsere ganzen Location-Kontakte. Und wir dürfen einen neuen Kunden, eben wie TUI Cruises Mein Schiff, als neuen Kunden begleiten und auch hier Webinare organisieren, unsere Kunden dazu einladen. Und das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und braucht Ressourcen. Und dafür haben wir jetzt einfach mehr Zeit, um solche Projekte auch zu begleiten. Wo liegen für dich nach dieser für dich sicherlich auch sehr schwierigen Corona-Zeit in diesem Jahr die besonderen Herausforderungen? Was wird in diesem Jahr anders sein, als du es in den letzten Jahren gewohnt warst? Also Herausforderungen wird es wahrscheinlich nach wie vor sehr viele geben. Ich denke da an Fachbesucher, die zu Events kommen, aber auch Personalmangel in Hotels und auch in den Agenturen und Corporates. Alle suchen händeringend nach gutem, qualitativ gutem Personal. Und so, dass wir einfach Aussteller haben, die sagen, Susanne, wir würden gerne kommen, aber wir haben niemanden, den wir zu dir schicken können. Oder die Häuser sind voll, wir haben gerade überhaupt keine freien Kapazitäten. Also es gibt viele Herausforderungen, denen wir uns aber super gern stellen, weil wir da der Meinung sind, dass das, was wir jetzt anbieten, eben an klein, fokussiert, mit Herz, dass die Leute, die uns finden wollen, die finden uns und jeder hat so sein Produkt, das er am liebsten besucht. Und von daher finden wir es gerade, die Entwicklung gefällt mir, das geht genau in unsere Richtung. Fein. An dieser Stelle darfst du jetzt eine kleine Empfehlung für ein Event in diesem Jahr abgeben, der dir besonders am Herzen liegt.
Ja, der 20. April an Bord der Herrsching auf dem Ammersee. Dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich viele, viele Jahre versucht, dieses Schiff zu chartern. Das ist ein ganz, ganz, ganz schöner Raddampfer. Und die Schifffahrt hat uns dieses Schiff nie zur Verfügung gestellt. Und jetzt gab es dort zum Glück einen positiven Personalwechsel. Und er hat uns jetzt erstmals dieses Schiff verchartert. Und da sind wir am 20. April. Und das ist mein Heimatsee. Dort wohne ich, in Diesen am Ammersee. Und da freue ich mich sehr. Und wir sind jetzt schon an Eventplanern fast ausgebucht mit über 60 Teilnehmern. Und macht riesig Spaß. Das ist so ein Herzensprojekt. Sind wir wieder beim Wort Herzensprojekt. Aber es geht noch was. Fast ausgebucht. Also ausgebucht heißt, auf die Homepage. Es geht noch was. Das heißt, genau. Auf die Homepage. Genau. So. Genau so. Vielen Dank, Susanne. Wir entlassen dich jetzt. Und ich glaube, die nächsten Leute warten wieder ja, auf dich. Ja, genau. Ne? Vielen Dank. Viel Spaß noch. Danke dir. Ja, ciao. Ciao.